Ja, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, der Ostermarsch hat eine lange Tradition. Und diese Tradition ist mit einem Lied verbunden, das Sie alle kennen. Marschieren wir gegen den Osten? Nein. Marschieren wir gegen den Westen? Nein. Wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Wann war dieser Spruch vielleicht wichtiger und bedeutender und herausfordernder als heute? Ja, genau. Und deswegen ist es toll, dass ihr heute am Ostersamstag hier seid, weil, wenn nicht gegen den Osten marschiert werden soll, dann müssen wir es verhindern, kein anderer. Und wir sind auch dafür und werden alles tun, das zu verhindern. Und wir wissen doch, dass die für den Frieden eintreten, nicht immer und nicht von allen beliebt sind. Und jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, um diese wunderbaren Begriffe alle zu behalten. Lumpenpazifisten, militaristische Bellizisten, Second-Hand-Kriegsverbrecher, gewissenlose Manifestbetreiber, Betreiber der Geschäfte Putins, das sind wir. Aber weil wir das alle nicht sind, sondern nur ein einziges Ziel haben, und das heißt Frieden. Deswegen werden wir so angegriffen. Und ich sage auch nochmal, wir haben doch alle ein bisschen was aus der Geschichte gelernt. In den 80er Jahren hat die Friedensbewegung die herrschende Politik völlig überrollt. Wir waren 300.000 im Hofgarten, da hatte die Politik das noch nicht mitbekommen. Danach haben sich aber strategisch darauf eingestellt. Und die sagen auch nie wieder. Und deren nie wieder heißt, nie wieder Millionen im Hofgarten und auf der Straße, und das muss man verhindern. Und wie macht man das? Das macht man, um Bewegung von Anfang an zu diskreditieren, zu diffamieren, mit Lügen zu überhäufen und mit Vorwürfen. Das ist deren Lehre aus dem Erfolg der 80er Jahre. Und das haben die verdammt gut gelernt. Und leider muss ich auch sagen, sind manche bei uns so dumm und fallen auch noch auf deren Spalteabsichten herein und tragen sie teilweise mit. Von daher, wir brauchen eine einheitliche Friedensbewegung, gerade jetzt. Gerade jetzt, wo wir wirklich vor dem Dritten Weltkrieg stehen, und das ist kein Gerede mehr, dafür gibt es harte Fakten. Was soll denn noch passieren? Jetzt haben wir schon Leos geliefert. Als nächstes liefern wir die Flugzeuge. Und dann, weil die Ukraine keine Soldaten mehr hat, dann schicken wir entweder NATO-Truppen, vielleicht das erste die polnischen und die baltischen, und dann auch noch die Atomwaffen. Wer immer auf welcher Seite auf den Knopf als erstes drückt. Das ist die Gefahr, vor der wir stehen. Die Eskalationsgefahr ist riesig. Und nur wir fallen ihr in die Arme. Und dann sagen sie uns immer, ja, die Friedensbewegung, und die FAZ, heute konnte man es auch wieder lesen, die ist doch erstens ein bisschen spinnert und zweitens auch noch isoliert. Wir sind wenige und alleine. So, dann werfe ich mal einen Blick auf die Landkarte dieser Welt oder auf den Globus und gucke, dass 35 Länder dieser Erde Sanktionen machen und 160 Länder sind gegen Sanktionen. Ja, wer ist denn jetzt wo isoliert? Und dann gucke ich mal, wer will denn eigentlich Waffenstillstand und Verhandlungen und wer will den Krieg fortsetzen? Und dann bin ich auf der einen Seite bei 30 und auf der anderen Seite bei 170. Und das ist doch eigentlich das tolle Neue. Die Mehrheit der Länder und Regierungen dieser Welt ist beim Ukraine-Krieg für Waffenstillstand und Verhandlungen. Und nur die kleine Minderheit der NATO-Kriegstreiber will das verhindern. Und deswegen fühle ich mich auch ganz wohl an der Seite der Mehrheit dieser Regierung. Ich fühle mich wohl an der Seite von Lula. Ich fühle mich wohl an der Seite der Länder, die verzweifelt versuchen, auch in den Vereinten Nationen, den Friedensgedanken voranzutreiben. Und diese Koalition der Länder und Regierungen mit den Friedensbewegungen weltweit, das ist die Koalition, die NATO und die Kriegstreiber zum Frieden zwingen kann. Und deswegen müssen wir sie entwickeln und dürfen auch nicht auf uns gucken, sondern auf die Welt und wie sie sich verändert hat. Und lasst uns bitte nicht unterschätzen, was in dieser Welt in den letzten Jahren passiert ist.
Europa ist der Junior-Fortsatz der Vereinigten Staaten von Amerika geworden. Spätestens mit diesem Krieg. Wir haben die Eigenständigkeit Europas, die sowieso, oder EU-Europas, die sowieso nie richtig gegeben hat, vollständig aufgegeben. Was haben wir aber stattdessen? Wir haben stattdessen eine neue Zusammenarbeit von Ländern, die für Entwicklung und für Frieden stehen. Das sind die Länder der BRICS-Staaten. Und alle möchten Mitglied bei BRICS werden. Da gibt es eine ganz lange Schlange von Ländern, die da auch mitmachen wollen. Wir haben die Shanghai-Kooperation. Wir haben die regionalen Kooperationen in Asien und Afrika. Und diese Kooperationen und diese neue Kräftekonstellation, bei der China und Indien eine zentrale Rolle spielen, ob uns das nun hier passt oder nicht, diese Länder sind die, die für die Zukunft, für die Entwicklung und für die Gestaltung dieses Planeten stehen und nicht mehr das immer noch kolonial verseuchte Europa. Das ist der untergehende, abhängige Kontinent, während die anderen Kontinente aufwachen und die Zukunft gestalten wollen. Und diese riesige tektonische geopolitische Veränderung, die müssen wir reflektieren, wenn wir wirklich wollen, dass Frieden auf dieser Welt herrscht. Und wenn wir gucken, wer sind unsere Partnerinnen und Partner für den Frieden? Und deswegen sage ich auch nochmal, obwohl es wahrscheinlich nicht überall populär ist, die NATO ist sicher nicht die Zukunft. Wir müssen die NATO zur Disposition stellen. Und wer glaubt, also das habe ich gestern wieder gehört, die NATO ist ein Freiheits- und Verteidigungs- und Defensivbündnis. Weiß er denn überhaupt, worüber er spricht? Also die Freiheit der NATO haben die armen Spanier und die armen Portugiesen und die Griechen über Jahrzehnte mitleiden müssen. Defensiv, waren sie defensiv in Afghanistan? Waren sie defensiv in Libyen? Das ist doch wohl auch mehr als zweifelhaft. Und zukunftsorientiert, mit wem denn? Und wohin? Wollen sie weiter nach Osten marschieren und uns ins Unglück stürzen? Oder zwingen wir diese NATO wieder zu einer Politik der gemeinsamen Sicherheit? Zu einer Sicherheitspolitik, die die Sicherheitsinteressen des einen Landes und die Sicherheitsinteressen des anderen Landes berücksichtigt und zusammenführt. Das ist der Gedanke von Willy Brandt und Olaf Palme. Und zu diesem Gedanken müssen wir die Politik in diesem Lande, wie Frau Baerbock und alle diese Konsorten, zwingen. Sonst kommen wir da nicht hin. Frieden heißt gemeinsame Sicherheit. Und dann kommt der Gedanke, ist denn eigentlich Waffenstillstand um Verhandlungen möglich? Da kommt als erstes der Herr Habeck und sagt, Waffenstillstand, das ist ja die Anerkennung der russischen Okkupation. So ein Quatsch. Waffenstillstand heißt nichts anderes, als dass das Töten aufhört, das tägliche Morden, das tägliche Dahinvegetieren von den armen Menschen, die in den Schützengräben liegen müssen. Hannes Wader hat uns doch vorgesungen gerade. Waffenstillstand heißt, die Voraussetzung schaffen für Frieden. Die Voraussetzung schaffen für Verhandlungen. Und deswegen bleibt Waffenstillstand unsere zentrale Forderung. Weil das Töten, das tägliche Morden muss aufreichen. Reichen uns die 120 oder 150.000 russischen und die 150.000 ukrainischen Soldaten noch nicht? Wollen wir mehr Hunderttausende in den Gräben liegen lassen? Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir als erstes Waffenstillstand erzwingen. Und damit die Voraussetzung für Verhandlungen. Und dann brauchen wir doch Verhandlungen. Und dann heißt es ja, mit Putin kann man nicht verhandeln. Aber ich erinnere doch einmal, mit wem haben denn die vietnamesischen Freiheitskämpfer verhandelt im Vietnamkrieg? Die haben mit den Mördern, die die Bomben über sie heruntergeschüttet haben, zu Tausenden, mit denen haben sie verhandelt. Verhandeln tue ich doch nicht mit meinem Freund. Mit meinem Freund gehe ich an Saufen. Verhandeln tue ich mit meinem Feind und politischen Gegner.
Deswegen heißt verhandeln, dass die an einem Tisch kommen, die konträre Positionen haben. Und dann muss man versuchen, sich zu einigen und Gemeinsamkeiten zu finden. Alles andere ist doch Quatsch und hat mit Verhandeln nichts mehr zu tun. Deswegen bleibt Verhandeln auf der Tagesordnung. Auch wenn möglicherweise zu Beginn nicht alle verhandeln wollen, da muss man den Druck für Verhandlungen überlegen. Da muss man überlegen, was kann man vor großen Verhandlungen machen? Was sind die nächsten kleinen Schritte? So wie Getreideabkommen, so wie der Austausch von Gefangenensoldaten, um auch zu letztendlichen Verhandlungen zu kommen. Das muss das Ziel sein. Waffenstillstandsverhandlungen. Alles andere heißt Krieg, Tod und Verderben. Deswegen bleibt unsere zentrale Forderung auch Waffenstillstand und Verhandlungen. Und wenn ich das sage, wende ich mich nochmal an euch. Erreichen tun wir das nur, wenn wir diesen Gedanken weiter verbreiten. Wenn wir dafür werben, eintreten und mehr werden. Wenn wir das Gespräch mit Freunden und Kolleginnen und Kollegen, auch mit denen, die noch anders denken, suchen und dafür eintreten, bitte lasst uns viele Differenzen zurückstellen und für Verhandlungen werben. Dafür brauchen wir eine große und starke Friedensbewegung. Dafür brauchen wir euch alle. Und deswegen ist dieser Ostermarsch einmal wieder ein Zeichen, dass man uns nicht klein kriegt, aber auch ein Zeichen dafür, dass wir noch mehr werden müssen, dass wir noch stärker werden müssen, um den politischen Gegner zu waffenstillenden Verhandlungen zu zwingen. Deswegen, schöner Auftakt, schön, dass Sie hier waren. Macht mit uns die Friedensbewegung noch stärker, noch einiger. Wir schaffen es auch diesmal wieder. Waffenstillenden Verhandlungen jetzt. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Herzlichen Dank, Rainer Braun, für diese wunderbare Rede. Wir haben einen Braunschweiger Löwen aus Schokolade, eine ganz besondere Schokolade. Das ist Friedensschokolade. Dieser Herr wird ja genaues darüber berichten. Das ist der Uwe. Herzlichen Dank.